Moment zusammen und willkommen zurück zu Gothic 1. Ein wunderschönes Spiel. Und auch sehr angenehm gegenüber Outlast. Outlast läuft ja, lief noch. Mal gucken, weiß nicht. Ich bin sehr weit vorne, sehr weit im Voraus bei Gothic mit der Aufnahme. So. Oh, krass. Ja, wo waren wir hier stehen geblieben? Wir sind dabei, das Ulumulu, also die Bestandteile dafür, zusammenzusammeln, damit wir sie dem Orksklaven Tarok geben können, der in der freien Mine sitzt, die jetzt mittlerweile von den Gardisten befreit wurde von uns. Und uns fehlt noch ein Trollhauer. Und ich hatte gehofft, dass ich Anja in einer Klosterruine finde, da war aber keiner. Also gehen wir jetzt einmal hier oben hin und gucken mal, ob hier nochmal ein Troll ist. Ich hoffe doch. So. Bitte. Na also, da ist einer. Klasse. Dann können wir uns um den kümmern. Und mit der Waffe und dem Stärkewert, den wir haben, sollten wir den auch wegknüppeln können. Oder? Ach, easy. Wunderbar schön natürlich, dass wir den hier so im Stunlock, nenne ich es mal, halten können. Und jetzt gucke ich mal kurz durchs Inventar, ob wir denn noch alles haben. Also, das müsste hier sein, ne? Ne, das ist Plunder. Das sind Amulette, das Essen, Schlüssel, Tiertrophäen. Also, wir haben Trollhauer brauchen wir, Flammenzungen haben wir, Horn eines Schattenläufers haben wir, Sumpfheilzähne haben wir. Damit sind wir komplett. Wir haben, was wir brauchen. Wir können zurück, nicht ins Sumpflager. Nicht Dämonenbeschwörer, ich will ins Wassermagier, genau, neue Lager. Einmal den. Und hinter. Oh, wir könnten ja aber Wolf fragen, ob Wolf jetzt nicht eigentlich die Rüstung fertig hat. Ist nicht schon viel Zeit vergangen? Ich hoffe doch. Wie viel? 45 Lernpunkte habe ich. 45. Ich denke, ich steuere. Ich packe jetzt nochmal 15 in Geschick. Geh mal kurz hier zu Lee. Hallo. Warum 15? Scheiße, ich glaube, das haut nicht hin. Ich muss erst was nachgucken. Da hätte ich natürlich jetzt erstmal nachgucken laufen müssen. Denn mit dem Überfall auf die freie Mine gibt es, sofern es jemand nicht wusste, einen Gardisten. Scheiße. Einen Gardisten, der sich aus dem alten Lager verkrümelt. Und ich weiß, wo er steht. So. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Ich bekomme das schon hin. Okay. Wie gesagt, ein Gardist hat das alte Lager verlassen. Das weiß ich noch. Den würde ich doch mal aufsuchen, denn ich hatte ja erwähnt, dass ich mal Fernkampf lernen könnte und bevorzugt die Armbrust und der, meine ich, kann mir Armbrust beibringen. Aber erstmal rennen wir jetzt zur freien Mine und geben Tarok die Bauteile. So, jetzt muss ich mal so ein bisschen Brainstorming machen und zwar derzeit laufen gleichzeitig Dark Souls und Gothic. So, hin und wieder kam Skyrim. Guck gerade. Nee, kommt Skyrim. Entschuldigung, ich habe nebenbei hier meinen Uploadplan offen. Der ist ein bisschen unübersichtlich. Und Skyrim hatte ich auch eine Abfrage gestartet. Hatte gestartet in dem Sinne, dass es ziemlich weit in der Vergangenheit liegt. Und da war so gesehen im Raum gestellt, ob Enderal kommen soll. Es wird jetzt dann wahrscheinlich demnächst sich aufklären oder demnächst dann die erste Folge geben von einem entweder weiteren Skyrim-Projekt oder einem Skyrim-Mod-Projekt, wie zum Beispiel Enderal, was vorgeschlagen wurde. Ich gucke, dass ich, wie gesagt, ich schreibe das meistens, aber ich erwähne es jetzt auch mal, weil ich weiß nie, wo ihr welche Projekte eigentlich guckt, weil natürlich nicht drin, ich natürlich nicht ablesen kann, wer welches Video guckt. Denn Kommentare sind ja ein wenig rar gesät, also seltener. Zumindest
von einigen, die zuschauen. Ihr könnt es gerne mal machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wie ihr so das Video findet, etc. pp. Oder wenn ihr Sachen sehen wollt. Also herzlich zu eingeladen. So, jetzt zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Und zwar, da ich nicht weiß, ob der Großteil, hoppala, der Großteil der Leute, die zugucken, auch abstimmen, erwähne ich es jetzt nochmal. Es kommen regelmäßig Abstimmungen. Schaut bitte rein. Es wird leider von YouTube manchmal nicht gut angezeigt, so wie auch manchmal Kommentare mir nicht gut angezeigt werden. Da gab es schon mal eine Diskussion von vor... Boah. Ich weiß gar nicht mehr. Es liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Da wurden mir Kommentare nicht angezeigt. Und jemand dachte, ich möchte ihm nicht antworten. Ich gucke etwa im 2-Wochen-Zyklus alles noch immer durch. Auch von Kommentaren, die vielleicht mal gesperrt waren. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. 10.000? Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Ja, danke. Jetzt haben wir das Ulumulu. Also. Fuck. Wann habe ich gespeichert? Nein. Ich habe zuletzt beim Troll gespeichert. Ah, so ein Dreck. Jetzt kann ich den nochmal töten, Mann. Ah, egal. Dann machen wir jetzt ein bisschen anderen Ablauf. Bam, bam, bam. Ich drehe eine Pirouette. Guck dir meinen Balletttanz an. Zen. So, dann gehe ich jetzt ein bisschen anderen Weg. Wenn wir sind jetzt in der Nähe von dem. Wo war ich denn jetzt gedanklich? Es hat mich voll weggefetzt, dass ich jetzt gestorben bin. Fuck. Genau, wenn ihr mir Feedback gibt, so, zu dem, was ihr gerne sehen wollt, dann kann ich das viel besser steuern. Na, ich hatte ja, wenn man jetzt mal auf eine ältere Abstimmung guckt, da hatte ich ja zum Beispiel auch den Gothic 2, Forest, Gothic 2 wird, denke ich, auch gemacht. Forest ist halt so eine Sache, ich weiß nicht, ob das gesehen werden will und so weiter und so fort. Von den Shorts her ist es halt so, ich habe halt irgendwann mit den Skyrim Shorts aufgehört beispielsweise, denn die Gothic Shorts werden einfach viel lieber geguckt. Und ja, dann mache ich auch natürlich eher Gothic Shorts, weil was bringt es mir, wenn ich euch Ausschnitte raussuche? Hört mal auf, Jungs, ja? So, wenn ich euch Ausschnitte raussuche, die kein Mensch sehen will. Also nicht kein Mensch, aber die deutlich weniger geguckt werden, weil ich kann ja nachsehen, was lieber geguckt wird. Ne? Ja, aber jetzt gibt es auch ein paar Outlast, weil ich denke, dass die, weiß ich nicht, ist so eine Probe. So, Quintessenz meiner sehr verworrenen Gesprächsführung hier ist jetzt gerade. Guckt mal im Community-Tab vorbei, bitte. Hin und wieder. Ja? Und wenn ich mal auf einen Kommentar nicht reagiere, ist nicht absichtlich. Ist meistens, weil es mir nicht angezeigt wird. Oder wenn ich mal gerade nicht dazu komme zu antworten. Es kommt schon mal vor, dass ich tagelang nicht antworte. So, und jetzt zurück zu dem Gardisten, den ich erwähnt habe. Da ist er. Das ist... Keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Scorpio. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. So. Bevor ich jetzt das mache, ich wollte alles das erstmal alles das klar machen. Bei dir? Ich habe mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Mache ich gleich. So. Kann ich von dir lernen, genau. Also, wenn wir schon Fernkampf mitmachen, weil ich in meinem letzten Mal, dass ich gespielt habe, Bogen hatte, nehmen wir die Armbrust. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast... Hast du mir schon gesagt. Einverstanden. Zeig mir den... Gut. Fangen wir direkt an. Fasse die Armbrust am Schaft an, um ruhig zielen zu können. Drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch.
Der Bolzen bekommt mehr Kraft als ein Pfeil durch einen gespannten Bogen. Von daher richtest du mehr Schaden an. So. Aber sind wir noch nicht fertig. Zeige mir mehr über den Umgang mit der Armbrust. Genau. Kostet dich 300 Erz. Lass uns direkt anfangen. Gut. Du bekommst mehr Treffsicherheit und Ruhe, wenn du beim Schuss in die Knie gehst. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn des Zieles. Dann wirst du es treffen und es dadurch auch in seiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit, sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest und strecke sie abwechselnd nieder. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Dankeschön. So. So, Angelmeier, dann können wir auch mal ein bisschen mit der Armbrust rumböllern. Ne? Zeig mir deine Ware. Und die wollen wir uns auch angucken. Was? Ja, viel Kohle. Ja, was ist das hier für Dingens? Hüterklinge. Vielleicht der zwei in da. Berserker-Wortvollstrecker. Das finde ich ja auch so kacke, ne? Da muss ich jetzt mal loswerden. Das ganze Spiel über kriegt man gefühlt drei Waffen und jetzt zum letzten Kapitel hin. Oder letzten Kapitel ist es ja nicht mal. So, wo man bald mal in den Schläfertempel aufbricht, hat man die Auswahl von 1 Milliarde Waffen, die alle, guck dir die Stärkeanforderungen an, 30, 32, 33. Das kann man theoretisch schon im zweiten Kapitel tragen. Erstes sogar schon teilweise. Dass man die so spät erst kriegt, ist super schade. Also diese Vielfalt von, oh, das will ich haben. Diese Vielfalt von Waffen, die so spät erst einsetzt, das ist ein bisschen traurig. So, Gardistenhand. Ja, jetzt kann ich auch Sachen verkaufen. Also, das da. Die komischen Krüppelwaffen, die ich den Skeletten abgenommen habe. Bogen einbehalte ich aber. Weiß ja nicht, ob ich mal irgendwann noch einen Bogen brauche. Söldnerrüstung? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Auch nicht mehr. Blitz? Nö. Eis auch nicht. Stücke des Eis kannst du haben. Orkischen Talisman, Schutz vor Feuer. Ja, den behalte ich mal. Läuterung. Ja, das behalte ich auch mal. Kraft, Stärke. Die zwei kann ich behalten erstmal. Den hätte ich jetzt verkaufen können wegen dem Stärke-Amulett. Aber gut, das ist jetzt gehopst wie gesprungen. So, Reis. Die komplette Ladung, weg damit. Fleisch esse ich auch nicht mehr. Minecrawler-Suppe, weg. So, das komplette Grünzeug hier, das geht alles in deine Tasche. Diesen ganzen Schrottschmodder, den ich nicht haben will. So, die Tränke der schnellen Heilung sind nett, aber brauche ich nicht. So, die Bücher kannst du auch alle haben. Dann habe ich hier bald mal wieder ein bisschen mehr Platz. Minecrawler-Panzerplatten, weg damit. So, weg. Zum Rauchen behalte ich. Aber Rasiermesser, wobei eins brauche ich vielleicht noch. Man braucht das ja für die Minecrawler-Panzerplatten. So, Becher, Schüsseln, Zähne, Krallen. Ulumulu muss ich noch Sachen für wegbringen. Das kann ich jetzt nicht verkaufen. So, das sieht doch schon mal besser aus. Das ist viel aufgeräumter hier. 5000, Alter, wie viel Erz ich jetzt kriegen? Das Spiel mag mich nicht. Das mag mich gerade absolut nicht. So ein Dreck. Okay, ich mach mal eben Pause und spiele das Scorpio wieder hin, ja? Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich auch gespeichert. Jetzt kann das nicht wieder weggehen. Hey, keine Ahnung. Das kennen wir schon, danke. Also. Alles klar bei dir? Ich habe mich hierher verzogen. Das kennen wir auch schon. So. Zeig mir deine Wahrheit. Also, jetzt fangen wir an. Nochmal, ne? Erstmal die ganzen Sachen hier weg. Also. Aber warte mal, einen Hammer sollte ich behalten, falls ich nochmal einen Golem treffe. Einen Bogen wollte ich behalten. Das weg. Was haben wir hier noch? Ah ja, jetzt geht's weiter mit dem ganzen Fleisch. Den ganzen anderen Schmodder hier. Zack, 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 zack. Bücher. Noch mehr Bücher. Tagebuchseite. Nein. Warte mal kurz. Den nehme ich zurück. Der ist für eine Quest. Ich weiß nicht, ob wir die machen. Ich werde es auch nicht. Ich werde es auch selber entscheiden. Also ihr braucht ja jetzt nicht schreiben, ja, macht die, ist cool.
Ich weiß, was die macht, aber... Kochlöffel behalten. Sekunde. Wir müssen kurz konzentrieren. Ich weiß, was die macht, aber ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. So. Also, was brauche ich von dir? Das Amulett der Stärke. So, und jetzt brauche ich noch eine Tonne. Diesmal gehe ich... Geht das? Ja. Er nimmt den 100er jetzt. Warum macht er das denn? Mensch. Ach, der hat nur 1000. Der hat nur 1000? Ich dachte, der hat 10.000. Toll. Okay, dann nehmen wir zuerst mal die teuren Sachen raus. Nicht die Bücher. Die Schwerter. Nochmal Schwert. Ah, das ist ja mega, dass der immer nach oben springt. Mensch, das freut mich. Dann nehme ich jetzt die Bücher raus, Mann. 3.700 habe ich noch. Verdammt nochmal, der Reis. Das Fleisch. Die dicken Batzen zuerst. So, was hat er noch? Die Rüstung. Guck mal, jetzt sind wir schon super weit. Armbrüste sind teuer. Weltbogen ist teuer. Rune ist teuer. Okay. Das 82. Sehr gut. Also, jetzt lernen wir noch das Armbrustschießen. Da halte ich jetzt mal kurz die Fresse. Da habe ich vorhin einmal geskippt. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Einverstanden. Zeig mir den Umgang mit der Armbrust. Gut. Fangen wir direkt an. Fasse die Armbrust am Schaft an, um ruhig zielen zu können. Drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Der Bolzen bekommt mehr Kraft als ein Pfeil durch angespannten Bogen. Von daher richtest du mehr Schaden an. Ja, den hatte ich nämlich vorher ein bisschen weggeskippt, ne? Deswegen habe ich den mal eben durchlaufen lassen. Zeige mir mehr über... Kostet dich... Das haben wir schon. Das machen wir mal eben durch. So, Entschuldigung, das habe ich durchgeskippt, aber das hatten wir vorhin schon gehört. Zeig mir deine Ware. Also ohne mein Gequassel. So, hast du jetzt wieder Erz? Nein. Sehr gut. Habe ich jetzt 10.000? Wofür braucht man 10.000 Erz? Naja gut, jetzt mal schauen. Also nicht, dass wir hier gleich Ärger kriegen. Wir gehen mal da vorne hin. Die Dinos habe ich nämlich, seit ich von Folge 1 oder ich weiß nicht was es war, vor denen weggerannt sind, bin, nicht mehr gemacht hier die Snapper. So, Schnabber. Ui. Der erste war besser. So. Oha. No. 40 Treffer, kritische Trefferchance. Holla, die Waldfee. Meine Herren. So, dann können wir uns mal kurz hier umgucken, was hier ist. Ah, nee, warte mal, wir haben nur noch 18, wir haben nur noch 20, 12 Minuten. Scheiße. Wassermagier. Ich habe keinen Mana. Warte mal. Leben. Ich habe hier diesen Schrott eingesammelt, so ein Dreck. Ja, egal, das Geld. Geld ist Geld, ne? Also. Wir starten jetzt, indem wir nicht zu Wolf gehen. Der hat ja die Rüstung sowieso noch nicht fertig, sondern gleich zu Tarok. Und da wir den Weg schon gerannt sind. Verdammt, ich habe mich verschrieben. Wieder dieselbe Leier. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Nein! Ja! South Park! Ich halte mich da lieber raus. Juhu! Ich finde das so mega lustig, ne? Vor allem, der Held rennt so, als würde er zu einer Kneipenschlägerei müssen bei Gorn. Gorn, warte, ich komm mitmachen. Los, verprügeln Sie die alle alleine. Super Spencer-Vibes. So. Bevor ich jetzt hier mit Sprinten gleich einen Satz mache, gehen wir den Weg ganz normal runter. Dann kann man auch ein bisschen besser steuern. So. Speichern. Hier runter. Wohin ging das doch? Ah, da bin ich gesprungen, ne? So, hoffen wir mal kurz das hier. Und weiter.
Wenn es einen stört, dass ich hier die. Aua. Die Cheat-Konsole manchmal benutze. Das Spiel hat mich unfair behandelt, also behandle ich das Spiel unfair. Ach, verdammt nochmal. So. Herr Rock. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Oh. Fremder sei ein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Gute Nacht. Lol, das hat South Park gekippt. Aber jetzt haben wir alles gemacht. Jetzt können wir ganz normal raus. So, speichern. Nice. Also, da runter. Ich hab mich gerade sterben sehen. Da hat er kurz angetäuscht, der Held. Der hat sich über mich lustig gemacht, 100 Pro. So, ha, guck mal, jetzt stirbst du nochmal. Doch nicht. Ja, Ulumulu. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Benötigte Stärke 30. Schaden 35. Und warum sind da jetzt zwei Schattenläuferhörner dran? Und ganz viele Sumpfer 10? Ich habe dir noch nur jeweils eins gegeben. Und was ist das für ein Ding in der Mitte? Soll das der Trollhauer sein? Oder was stellt das da? Naja. Entschuldigung. So. Damit können wir jetzt in eine Orkstadt. Horn ist irgendwo auf Abwägen. Ja. So, muss ich noch was erledigen? Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Das haben die gefälligst zu machen. Das haben jetzt zwei Orks gesagt, dass sie das tun, ja? Bis später. Oder das ist ein interner Joke. Ein Inside-Joke ist das dann vielleicht. Mal gucken. Die Hüter des Portals. Ah ja. So, ich habe keine Lust zurückzulatschen. Das heißt, wir gucken mal. Ist jetzt ein ganzes Kapitel rum. Tage ist ja hier gefühlt irrelevant. Aber warte mal kurz. Oh, Jolja. Sei gegrüßt. Hast du noch bessere Tränke? Zeig mir deine Ware. Der hat eine ganze Ecke Tränke. Und auch eine ganze Menge 100er Tränke. Ich würde ihm jetzt einfach mal kurz allen meinen Schrott, den ich nicht haben will, reinschmeißen. Beziehungsweise muss man erstmal gucken, wie viel. Ach ja, das haut hin. Machen wir erstmal 3000. Die kriegen wir voll. So, kriegst du eine Söldnerrüstung. Kannst du mal was anderes als das Kleidchen tragen. Hier die Rune, die ihr mir geschenkt habt, kriegt ihr zurück. Das brauche ich nicht. Die hier brauche ich nicht. Die nicht. Erstmal der ganze Fressen. Oh, mit dem ganzen Fressen komme ich schon höher. Aber es ist gut, wenn ich damit höher komme. So, dann gehen wir mal auf 4000 hoch, ja? So, jetzt brauche ich noch 40. Wie kriege ich 40 zusammen? 505. Alter Schwede, sind die Dinger teuer. Ich gebe einfach 10 drauf. Und nehme was raus, was 10 kostet. Was 2 kostet. Ach komm, den einen schenke ich dir. So, jetzt haben wir nämlich dicke Tränke mehr. Ja, 120, die sollten ja wohl reichen. 120 100er Tränke. Macht ein Drittel Leben voll von mir. So, die letzten 15 Lernpunkte schmeißen wir in Geschick. Lieb. Kann später noch weiterlesen. Hallo. Hi. Da. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Geschick bitte. Nochmal. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Oh Mann, oh. Das ist doch scheiße. 62 Geschick. Meine Herren. So geschickt sieht der Bursche gar nicht aus. Mit seiner fetten Ohrknüppelwaffe, was auch immer das ist. Standarte. Ja, ja. So, Wolf. Neue Waffen mit Mark.
verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Manche lernen eben gar nichts. Moment. Dazu. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich muss mal. Ja. Das ist nun wirklich nicht mein Problem. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig. Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke. Du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Das glaube ich dir. Jetzt bin ich ein bisschen weiter weg, aber ich will noch was nachgucken. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. So. Verlass dich auf jemanden. Ich spiele jetzt ein bisschen mit Handicap mit einer Hand, denn Findus will gestreichelt werden. Und das hat höhere Priorität. So, Kriegsarmbrust, nice. Dann können wir ja... wo ist es denn? Da. Und jetzt noch ein Buch. Nice. 15 und ein Buch für eine Armbrust. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Hört sich nach einem guten Deal an, ne? So. Ach ja, ich kann hier nicht mit Maus spielen. Warte mal. Jetzt müssen wir erstmal die da anziehen. Und ich muss das Amulett wechseln. Auf das Amulett der Stärke. Nice. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Kommen wir wenig zuverlässig, ich werde es sehr bald herausfinden. Rausgefunden. Achso, Gorn war wenig zuversichtlich, dass mir das Ulumulu in der Orkstadt viel helfen würde. Was soll's, ich werde es sehr bald herausgefunden haben. So oder so. Lässt du bitte das Mikrofon in Ruhe? So. Dann machen wir mal kurz hier die Handhalterung weg. So, dann komme ich auch dran. Also, Arons Tour, ja, die kann ich nicht mehr machen. Diese drei Quests, ey. Also, der schnellste Weg wäre einfach hier raus, ne? Aber ich würde mal sagen, damit ich hier nicht durchs Dunkle renne. Ist das hier nicht meine Hütte? Ja, hier ist meine Hütte. Ab ins Bett. Oh, ich kann bei Scorpion nochmal vorbeischauen. Wir haben jetzt ein neues Kapitel, ne? Oder Shrike. Ich gehe jetzt erstmal zu Shrike. Gucken, was Shrike hat. Vielleicht gibt es ja noch andere Waffen. Ah ja, und? Meine mit Abstand liebste Rüstung aus dem Spiel Gothic. Die Crawler-Plattenrüstung. Wirklich. Also, auch die Rüstung des zweiten Teils mit eingeschlossen. Meine allerliebste, die einzige Rüstung, die dem noch sehr nahe kommt, ist die schwere Schattenrüstung. So. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Also, Sharky, was hast du denn? Oh, die Trollfaust. Meine Lieblingswaffe. Nee, warte mal, das ist nicht meine Lieblingswaffe. Das ist meine Lieblingswaffe, die Streitaxt. Ja. Von allen Zweihandwaffen ist das meine liebste Zweihandaxt. Die kommt auch sehr nah, aber das ist meine liebste Zweihandaxt. Danach kommt die Trollfaust, die ist auch nicht schlecht. Also ich würde sagen, im Ranking Platz 1, Platz 2, Platz 3. Verlass dich auf jemanden und das ist wirklich nicht mein Problem. Vielleicht Platz 4. Wenn das alle Äxte sind, dann wäre das Platz 4, denn die hier sind ja so halb. So, also, ich nehme aber trotzdem die Trollfaust wegen dem Schaden mit. Und ich kann bei Kronos gleich noch gucken. Ja, die Söldnerrüstung kannst du behalten, die kann ich dann auch verkaufen. Die Armbrust brauche ich nicht mehr. Sind schon sehr nah dran. Verkaufen wir noch ein paar Bücher. Chromanin behalte ich. So, 4200. Habe ich noch was ich verkaufen kann? 200. Ich brauche noch 100. Ah, da, guck mal. Ring der Stärke. Da, Amulett der Kraft. Lass uns lieber über was anderes reden. Moment, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. 90, 30 müssen noch weg. So, jetzt müssen 20 wieder hin. 11. Ich bin geizig, ja? Wir wollen hier nicht zu viel geben. Ich weiß nicht, also bei Sharky bin ich irgendwie geizig.
Zwei sind in Ordnung. Zwei sind okay. Man muss eben aufpassen, was man so. Ups. Oha. Junge, was ist das denn für eine Pfanne, ey? So ein riesen Tennisschläger auf dem Rücken. Ich dachte, das. Ja, also wenn die Ork-Standarte nicht funktioniert, dann hämmern wir uns da mit der Axt durch. Kronos. Hallo. Kronos? Ich will tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Was haben wir denn hier? Erleuchtung, Macht, Wendigkeit, Magie, Gewandtheit, Geschick. Sekunde, hier sind ja auch noch Erzhaut. Das ist krass, das will ich haben. Arnisch, Steinhaut, Kraft, Damm, Stärke. Nein, doch, den einen Stärkering nehme ich noch mit. Dann habe ich zwei Stärkeringe, dann kann ich den einen Ring der Kraft verkaufen. So, das ist der Erläuterung, kann ich auch verkaufen, denn das der Erzhaut ist noch besser. Hier, Feuer 10, Magie 10, Feuer 10, Magie 10, aber noch 15 und 15 Pfeilen und Waffen. Unheimlich krasses Teil. Gut. Schauen wir mal, was wir noch an sonstigen Sachen zusammenkriegen. 1800. Das ist ja klasse. Ich brauche nur noch 10. Dann gebe ich dir einfach ein paar Fackeln. Davon habe ich sowieso so viele. Nice. So, jetzt schauen wir mal. Und zwar, wenn wir jetzt das der Stärke ablegen und der Erzhaut anlegen. Der Waffenschutz, Alter. Insane. So, und wenn wir jetzt auf pur Stärke gehen. Stärke, Stärke, Stärke. Dann kommen wir auf 147 Stärke. Hm. 40 mehr Stärke? Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder. Ich weiß nicht, ich überlege mir das bis zur nächsten Folge. Wir machen hier Feierabend und nächste Folge brechen wir dann auf mit dem Ulumulu natürlich in der Hand Richtung Orkstadt. Vielen Dank fürs Zuschauen, hauen Sie rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.